Oh, was ist das? Oh! Oh mein Gott, das ist eins, was sauer ist. Graut in, ich habe schon wieder vergessen, wie unsere Stadt heißt, in dieser Snacktown, in der wir uns befinden. Wir haben jetzt tatsächlich einfach nochmal die Quest angepinnt. Geh zurück zu Defica, ehe wir am Strand nach dem nächsten Menschen suchen. Wir werden uns auch mal ein bisschen jetzt hier in dieser Stadt umgucken. Oh mein Gott. Mark Cocktail, wer könnte hier wohl drin wohnen? Und uns einfach jetzt mal ein bisschen umgucken. Und versuchen, noch ein paar Snacks zu fangen. Oh, guck mal, das Ketchup. Achso, wir haben schon maximal. It's all going well. Ja, blah, 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 blah. Oh, hast du Zeit für ein paar Fragen? An interview. Ein Interview, genau so. All right, but keep it short. I got work to do. Alles klar. Also, Interview beginnen. Okay, wer bist du? Wambus Troubleham. Farmer? Warum bist du auf die Insel Schleckum gekommen? To start a farm? Kannst du nicht zu Hause einen Bauernhof anlegen? Like I can afford that. Seems like you never had to pay property tax. Doch, relativ viel. Das sehe ich immer auf meinem Gehaltsauszug, was ich an Steuern zahle. Ja. Was hältst du eigentlich von Bugsnacks? What do I think about that? Oh, Balkon, nervig, verwirrend, aber lecker. Pesky? Tasty, confusing. Was ist denn so verwirrend an Bugsnacks? Well, they ain't animals and they ain't plants. Aber wie vermehren die sich? No organs, no seeds, nothing. And you have to eat them raw or they turn to mush. Pampe? I call that confusing. Aber was ist denn? Weil die Frage, die uns allen ja noch im Kopf rumschwirrt, erstens, tut das weh, wenn die essen und dann plötzlich irgendwie einen Pommesarm bekommen? Und was ist denn, wenn die davon einfach zu viel essen und am Ende selber zu Snacks werden? Das wäre ja eine richtige Horrorstory. Hier regnet das jetzt? Haben wir auch verschiedenes Wetter, wo dann mit dem Wetter und der Uhrzeit verschiedene Snacks rauskommen? Oh, wie gut! Das ist ja dann schon so ein bisschen Animal Crossing Charakter. Wieso hast du deine Stadt verlassen? Well, when Lisbeth vanished, I knew we needed a reliable food source. Without snacks, I figured I'd ja, farm sauce so as an alternative. Though we would have been fine on bug snacks if it weren't for Gramble. Okay. Au, Fibo meinte, du hättest eine Frau. Wo ist er die? Philbo needs to shut his grumpin' mouth. Triphony is off somewhere poking at skeletons. None of my dang business. Okay. Was ist mit Triphony passiert? Well, when you've been married this long, wir können therapeutisch drüber reden. Just pile up. Doesn't take much to knock them all down. Was hast du denn für ein Problem mit Grumble? That weepy little rancher thinks all bug snacks are his pets. Aber es regnet und siehst du im Hintergrund? Da ist das Feuer an, ne? Okay, weißt du irgendwas über Lizbird? Respectable type, Lizbird. We'd trade sauce for snacks now and again. Or plants for Dr. Batternugget to fix his medicine. Oh, wer ist Dr. Besserband? Oh, that's the town doctor. Okay. You know, Eggabell. Eggabell? Liz's partner. Eggabell? Okay, was mit Lizbird passiert? I couldn't say. She was off hunting most of the time. Also weiß es auch. Dangerous work. Could have slipped and fell. Could have got caught in an earthquake. Could have got thrown in a volcano. Oh, meinst du, gibt's auch einen Vulkan?
Oh ja, das wäre dann alles. Danke, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Seems like a waste of your time. If you want answers, you need hard evidence. Here, I dug this up the other day. I'm thinking it might help you find Elizabeth. Now, back to work. Alles klar. Vambus hat die Notizen über ein merkwürdiges Gerät gegeben. Schau in deinem Logbuch nach Details. Unbedingt. Jetzt. Oh, er rennt auf mich. Ah, Hilfe. Rennt frontal auf mich zu. Okidok, also zurück zu Befika. Das haben wir ja festgepinnt. Und wo habe ich denn die Notizen? Hier, ne? Da. Nee, das. Notizen über ein merkwürdiges Gerät. Das Tor ist mit einigen uralten Mechanismen verbunden. Offenbar braucht man mindestens 3 Grumpusse, um sie zu aktivieren. The door is attached to some ancient mechanisms. It looks like it might take at least 3 Grumpusses to activate these. Okay. Tja, also ich habe aber doch die Vermutung, dass die dann selber irgendwie zu Snacks werden. Und ich kann es, glaube ich, auch nicht essen, ne? Ah, mein Gott, guck mal, wie hübsch das Wetter aussieht. Aber ich habe ja fast die Vermutung, dass wir zu verschiedenen Tageszeiten und auch verschiedenen Wetterverhältnissen unterschiedlichste Bugs finden werden. Und ich glaube, dass das ist Klo, aber es ist zu. Warum auch immer. Ich glaube ja, hier ins Dorf kommen die nicht. Aber ich finde es geil gemacht, wenn das mit verschiedenen Wetterverhältnissen ist, ist das extrem gut. Qualmende Quellen. Ah, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, zu weit reingelaufen. Wir werden jetzt gleich wieder zurücklaufen, sorry. Weil wir nach oben wollten. Oh, oh, wer bist du denn? Pittsburgh is inhabited again. A surprising discovery. Hi. You. You are the ignoble Ja, bin ich. Aber zu dir wollte ich eigentlich. Ich wollte zu Bessica. Despite your lack of any and all useful skills, I require your assistance. Ja, Journalismus ist eine nützliche Fähigkeit. As is extracting feces What? From the latrine. Now, my experiments were halted with the unfortunate disappearance of Agabel. So arrogant an. Since the settlement's dissolution, finding new subjects has been vexing. Ist der Wissenschaftler, oder? Was für Experimente? Bitte. Gastronomic biochemistry. Never mind the details. Silence yourself and listen. You've likely witnessed Grumpus limbs transforming into bug snacks. Yeah. I call this process snackification. Okay. Under normal circumstances, this occurs at random. However, I have developed a method to direct the effect to specific limbs. Yeah. It's simple once you understand the internal mechanisms behind the molecular dissemination of snack particles. This is the snacktivator. Feed me Strabby. Poke snacktivator in foot. Foot turns into Strabby. Understand? Was? Ich hab's. Okay, ich soll jetzt also einen Fuß. Ich kann tatsächlich gar nichts. Intriguing. Very good. I will allow you to field test the snacktivator for the time being. I meanwhile have some very interesting plans for my leg. I look forward to working with you further. Pläne für mein Bein? Und weg war er? Hä? Oh, Schokolade! Schokolade! Oh mein Gott. Schokolade. Du hast mehr als eine Soße zur Auswahl. Wähle deine Soßenschleuder mit und drücke, um die Soße zu wechseln. Lass uns das mal ausprobieren. Warte mal. Ah, okay, cool. So funktioniert's. Und dann können wir Schokolade hier hin machen. Geilo. Aber ich wollte ja jetzt noch gar nicht zur Quelle. Ah, Nashing, so heißt es. Wir wollten zu Befika zurück. So, das werden wir jetzt tun. Ich mag es. Es ist einfach nicht nur bunt, sondern auch echt süß. So, wir können jetzt einfach ein bisschen schneller laufen. Und wir wollten vor allen Dingen uns auch hier noch ein bisschen umgucken. Oh, was ist denn das? Es ist verschlossen. Ah, also werden wir offensichtlich auch irgendwie Schlüssel einsammeln. Du hast ein Videotagebuch ausgewählt. Schau in deinem Logbuch nach den Details.
Ein abgenutzter Film, den ich in Lisbeths Hütte gefunden habe. In Lisbeths Hütte gefunden, aber wir können es uns nicht angucken, weil wir nicht rankommen. Oder? I'm back in town after a doch! From a pack of vicious bug snacks. Just in time for a gorgeous doctor to treat my grievous wound. Well, this gorgeous doctor thinks you're an idiot. Oh, that stings. And after I faced those snacks just for you. Don't joke around. I don't want you taking risks to impress me. But you are impressed, yes? You're lucky it's such a shallow cut. And stop squirming around or I'll have to restrain you. Hiccupil? Not while the camera's on. Trying to look strong for your audience? So, how's it look, Bill? Think I'll be up and hunting soon? No, you need to stay a while, Liz. Aw, Edgar Bill, you miss me that much? I just want you in peak hunting condition. Speaking of, you haven't seen the hall from my latest excursion. Ooh, did you bring me something good? You tell me. It's a brand new snack. And you'll be the first to try it. Oh, Liz, you spoil me. Was ist das denn? Oh, war das Auge da oben das Speicherzeichen? Eieieiei. Alles klar, an die Filmrolle kommen wir hier nicht ran. Da ist aber auch noch eine Notiz daneben, ne? Und ein Stück Newspaper. Ich bin ja gespannt, wann wir das erreichen werden. So, müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Sachen oder ein Buch oder sowas. Irgendwas, wo wir noch reingucken können. Hier ist noch eine Kiste, die ist auch verschlossen. Haha, gut. Ach, süß. Schau mal, das ist cool. Also hier können wir uns schlafen legen. Oh, guck mal, hier sind Notizen. Oh nein, das sieht aus wie ein Kaninchen, aber es ist was, irgend so ein Fliegetier. Oh, guck mal, das sieht aus wie irgendein leckerer Spieß und ein Lolli und oh mein Gott. Alles geil. Alles geil. Und hier haben wir jetzt den Ausblick auf Nashingen. Es ist so süß gemacht. Von der Grafik her erinnert es mich total irgendwie an Banjo und Kazooie. Irgendwie so eine Mischung aus allem. Also mir gefällt es extrem gut. Wiggle. Das heißt, die anderen Häuser werden wahrscheinlich alle irgendwie zu sein. Und hier ist doch eins noch nicht fertig. Wer wird hier stranguliert? Major. Hat er die Scherben zum Waschen aufgehangen? Ich denke ja, dass wir auf dieser Karte, dass wir tatsächlich so diese klassischen Welten unter anderem haben werden. Also da wird, siehst ja, hier hinten wird irgendwas Wüstenmäßiges dabei sein, wo wir vielleicht auch so noch gar nicht vorbeikommen können. Dann wird es vielleicht auch irgendwas wie Eis geben, Vulkan taucht ja schon mal auf. So diese klassischen Welten, die du ja so in diesen Adventure-RPG Geschichten hast. How you doing? Hi, ja, mir gefällt's mega. So, aber wir wollten ja zurück zu, nicht finde Grumble. Unsere Quest ist schon wieder weg. Zu Bethica wollten wir zurück. So, also, offensichtlich ist das mit dem Festpin, ändert sich das immer noch so ein bisschen, je nachdem, wo wir dann hinlaufen. Aber es ist nicht schlimm. Wobei, das sieht ja aus wie hier das Lazarett. Was ist hier los? Können wir hier auch pennen? Theoretisch könnten wir also hier auch pennen. Da ist nichts drin. Meinen Sie, damit sind wir hergekommen? Oh, ich freue mich ja schon, wenn der zweite Zelda Breath of the Wild Teil rauskommt, ne? Da denke ich ja immer, wenn man irgendwie, wer Zelda von euch gespielt hat, weiß, dass man teilweise auch ewig lange an solchen Fels hängen rumgeklettert ist. Aber geil, da freue ich mich wirklich drauf. Das werden wir definitiv auf jeden Fall spielen. Wir haben zwar den ersten Teil nicht zusammen gespielt, aber das ist nicht schlimm. Diejenigen, die es nicht kennen, wir werden uns reinfinden. So, hi, Bethica. Welcome back. Na? Now that Philbo and Wambus are gone, there are way more snacks around here. Ich habe schon gesehen, mir fehlen noch ein paar. Scan all the snacks here, fill up your journal, then we can swap. Bekannte Details. But don't be surprised if they're not all out at the same time. Bug snacks got
Das ist das mit den Zeiten. Aber zum Wetter hat sie jetzt noch nichts gesagt, ne? Na gut, dann lassen wir runterlaufen. Bunga, bunga, bunga. Bunga, bunga machen. Bekommt da eine ganz andere Bedeutung. Da auf dem Stein hängt was. Ist das ein Tier? Oder ist das irgendwas was ist das? Weiß ich nicht. Was sind das hier für Reste? Meinst du, das sind irgendwelche Pilze? Ich weiß nicht, was das hier unten darstellen soll. Ja, mich interessiert irgendwie noch der Vermehrungszyklus von diesen Dingern. Also wie die entstehen. Wir werden auch gleich vielleicht nochmal was fangen. Aber wir gucken erstmal, ob irgendwo noch was Neues. Da, das kenne ich noch nicht. Eine Lollfliege. Sie sucht schnell genug rum, um Fallen zu entkommen. Aber irgendwann landet sie und macht Pause. Ich glaube, sie landet jetzt da oben irgendwo, ne? Also würde ich sagen, lass uns mal da hochlaufen. Ehe uns hier Bunga Bunga nochmal umhaut. Landet die auf dem Stein vielleicht? Ich weiß nicht. Lass uns mal hier hochlaufen. Da schläft was. Oh, warte mal. Ein Weiß-Erdi. Bis auf die blasse Färbung. Und da ist es da drin. Oh, wollen wir den jetzt fangen? Komm, ich will jetzt mal was fangen. Ich will was fangen. Also, wir können ihn hier jetzt reinmachen. Die sind ja einfacher zu fangen. Süß. So, 15 Sekunden, dann mal hin. Zack, ein Weißerdi gefangen. Weil wir müssen theoretisch eigentlich auch alles einmal irgendwie fangen. Oh, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Was? Ein Wiederwurm? Wiederwurm. Ein faules kleines Würmchen, das man nur mit Ketchup zu irgendwas motivieren kann. Wie gut ist das denn? Und es hört sich so. Es hört sich so total auf so vielen Ebenen so falsch an. Also, mit Ketchup. Da haben wir noch eine Info. Mein Gott, das ist mein Alberts, mein absoluter Lieblings-Bugsnack aller Zeiten. Also lieb Ketchup und das andere, weiß ich nicht, was das für eine Soße ist. Hier ist die Frage, können wir es mit einer normalen Falle fangen? Es hieß ja, mit normalen Fallen funktionieren Geschichten, die nicht so schnell sind. Also werden wir es hier jetzt einfach mal in den Weg stellen und dann brauchen wir vielleicht Ketchup. Ich weiß ja nicht, ob das normal hier vorbeiläuft. Mach einfach mal Ketchup hin. Warte mal. Okay, können wir so machen. Also wir haben den Wiener Wurm gefangen, neuer Bugsnack. Dann haben wir... Hab ich doch noch irgendwo was gesehen. Also da oben fliegen gehen. Könnte man theoretisch das Ding da oben hinstellen? Nee, da ist schon mal falsch. Das heißt, wir werden es jetzt mal zurückholen. Lass uns mal nach oben laufen. Ah, so kommen wir gar nicht ran, ne? Jetzt sind wir, glaube ich, ganz am Anfang. Und das Geile ist, guck mal, so dieser Ladebildschirm erweitert sich ja auch um die Bugs, die wir gefangen haben. Oder? Achso, nee, das ist so die grüne Olive, ne? Ja. Da weiß ich aber auch noch nicht, wie man die fängt. Oh, was ist das? Oh! Oh mein Gott, da ist eins, was sauer ist. Hier sind so viele, hier sind einfach so viele. Also da war irgendein Sandwich. Gemüse! Nee, was? Gemüsebrocken? Aber ich...
Wie kriegt man den denn? So, weißt du? Wenn es bei, na wie heißt dieses, ja, bei Subways, die Subs dann anfangen zu laufen. So, mich interessiert das da. Pastinator. Sieht man selten am gleichen Ort wie gewöhnliche Karotten. Okay, den Pastinator, die... irgendwas fliegt über uns. Eine Olive. Da haben wir das Sandwich. Aber theoretisch, es ist zu groß, um es normal zu fangen. Das heißt, das Sandwich müssen wir bestimmt irgendwie schwächen. Wo haben wir es denn? Also, so, lol, Fliege. Oh nein, da stehen sogar die Kalorien. Oh, wie gut. Also, für kalorienarme Ernährung geeignet. Ah, siehst du, da mit den Zeiten. Aua, ah, so mein Knie. Au, 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 au. Oh, oh mein Gott. Ah, ich glaube, irgendwas in meinem Knie ist gerade rausgesprungen. Oh mein Gott. Ah, das tut echt weh. cool, das spricht für eine kurze Pause. Zwischen 4 Uhr morgens und 4 Uhr nachmittags, okay. Aber wie man die fängt, ist da nicht gegeben irgendwie, ne? Weiß ich noch nicht. Lass uns mal vielleicht ja, zum Passinator-Dings fangen. Ja. Das war jetzt noch nicht so richtig. So. So, Pastinator, den haben wir gefangen. Können wir noch irgendwas scannen? Also Gemüsebrocken. Was ist das hier? Nochmal Gemüsebrocken. Ah, das heißt, das gibt uns einen Hinweis auf Karotte und das auf Pastinator. Ich habe verstanden. Aber könnte hier jetzt noch ein Pastinator sein? Eigentlich eher weniger, ne? Ja, eher weniger. Wir packen es erstmal weg. Oh, guck mal. Irgendwer ist hier... Ah! Was ist das denn? Was bist du denn? Einbachkrebs? Das Einbachglas schützt den Körper. Vielleicht kann der Schnapper den Schutz entfernen. Aber wie? Kann ich den mit irgendwas beschießen? Was ist denn, wenn ich den beschieße? Mit? Hier ist zumindest noch eine Erdbeere. Aber kann ich den nicht ganz normal fangen? Ich würde jetzt einfach versuchen, vielleicht ganz normal zu fangen. So, das war der Einmachkrebs. Er hatte ja... Au! Ah, verdammt. Er hatte ja jetzt nichts irgendwie an Glas um sich herum. Was ist eigentlich hier für eine Soße? Oh, Ranch Dressing. Das heißt, wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen merken, wo wir verschiedene Sachen bekommen. Ja, wo wir verschiedene Sachen herbekommen. Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt. Was passiert denn eigentlich, wenn wir... Ah, wieder weg. Wenn wir dieses Sandwich jetzt mal mit Dressing bewerfen. Findet ihr das gut oder findet ihr das schlecht? Was wie so ein Nippel. Kann der hier durch? Echt jetzt? Wie gut ist das denn? Läuft der da durch? Ich weiß nicht. Also der hat verschiedene Laufwege, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ah, okay. Also der liebt diese Soße. Das heißt, ich muss ihn irgendwie ausnocken. Okay, also der liebt auf jeden Fall dieses Dressing. Aber wie fängt man ihn? Das ist jetzt voll die Frage.
ich ihn Wasser locke? Oder wenn ich so eine Erdbeere mit... Ich weiß noch nicht genau, was ich mit Dressing ein... Sando. Für Sandwich. Aber kann ich hier mit irgendwas anderes fangen? Ich hab ja ansonsten nichts. Der ist ja zu groß. Der ist ja einfach viel zu groß. Weiß ich noch nicht, wie man den fangen soll. Vielleicht. Ah, weiß. Oh. Irgendwo ist einer jetzt hingefallen. Ah, er. Nein, sie. Ist ins Wasser gefallen, glaube ich. Ihn muss man vielleicht auf den Rücken drehen, könnte ich mir vorstellen. Dann kann er nicht mehr laufen. Oh, was ist denn hier dazwischen? Was ist das? Ah, ich habe ein Glas. Was mache ich mit dem Glas? Ich will mit dem Glas jemanden fangen? Ich weiß ja nicht, was ich mit dem Glas machen soll. Kann ich das Glas auch loswerden? Oh mein Gott, wie lustig. Also, wir können mit diesem Glas vielleicht auch Leute irgendwie fangen. Und wie das Ganze hier weitergeht, das werden wir das nächste Mal herausfinden. Ich finde, es ist ein unfassbar charmantes, tolles Spiel und ich freue mich sehr drauf, diese Welt ein wenig weiter zu erforschen mit euch draußen. In diesem Sinne, kommt sehr gerne wieder mit vorbei in diese zauberhafte, leckere Welt. Und bis dahin, genießt den Tag, morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer, und immer ein wenig Dirty dabei. Und genießt eure Snacks.